Das angekündigte Thema, ich habe mich nochmal vergewissert, war Gewahrseinspraxis aus Sicht der Psychotherapie. Ja, westlich. Der westlichen. Auch keine andere. Ja, eigentlich sind, ich sag's westlich, es gibt ja auch keine andere. Es überrascht uns. Die westliche hält sich wie für die einzige Psychotherapie, aber es gibt in allen Ländern, in allen Traditionen und so gibt es natürlich Heilmethoden für den Geist. Und es ist überraschend, was es da schon seit Tausenden von Jahren gibt. Und die westliche Psychotherapie hat sich das natürlich jetzt ganz genau angeschaut und schaut es weiterhin an mit vielen Studien, vielen Entwicklungsbögen, die sich jetzt abzeichnen. Und ich war erst so ein bisschen unglücklich, dass ich vor einem Jahr, als das dann wohl so war, dieses Thema gewählt habe, weil ich dachte, ich habe das Gefühl mit euch Münchnern und die auch nach Starnberg gekommen sind, wir haben das Thema schon ganz gut eigentlich bearbeitet. Und es braucht eigentlich gar nicht mehr so viel dazu, aber wir machen es trotzdem, weil es so angekündigt ist und gehen vor allen Dingen dann auch in eine heilende Arbeit mit uns selbst, mit dem Gewahrsein. Und da möchte ich direkt mit anfangen, denn es gibt nichts Besseres, als jetzt gerade damit zu beginnen, eine Form des gewahren Seins zu kultivieren, die uns jetzt gerade gut tut. Und dazu gehört, dass wir spüren, wie sich unser Körper anfühlt, ob wir noch etwas tun können, damit der noch ein bisschen besser sitzt, noch ein bisschen angenehmer. Es ist voll in Ordnung, wenn ihr zwischendurch mal das Bedürfnis habt, euch anzulehnen, auch jetzt zum Beispiel, vielleicht mit dem Kissen im Rücken, denn das Wichtige ist, dass auch beim Anlehnen der Rücken gerade bleibt. Dafür können die Kissen sorgen, auch wenn wir dann zurückgeneigt sind, dass die Energien gut fließen können. Die Körperhaltung hat nur einen Sinn, und zwar uns das größtmögliche Gewahrsein zu ermöglichen. Und es gibt keine Körperhaltung, die immer gut ist. Gibt's einfach nicht. Es hängt von unserem inneren Befinden ab, was für uns eine gute Haltung ist. Das merken wir sofort, das können wir jetzt spüren, wenn durch die Art, wie wir sitzen, es leicht wird, sich zu spüren. Und der Geist in Richtung Klarheit geht. Lade euch ein, eure Aufmerksamkeit ein wenig durch den Körper fließen zu lassen. Von oben nach unten und von unten nach oben. Und allen Bereichen des Körpers gleiche Aufmerksamkeit zu schenken. Auch den Bereichen, in denen wir erstmal gar nichts spüren. Wie fühlt es sich an, im Körper zu sein? Zu spüren. Entdeckt ihr noch Bereiche im Körper, in denen noch kein Körpergefühl, keine Empfindung wahrzunehmen ist?
Lasst eure Aufmerksamkeit noch einmal durch diesen Bereich fließen. Danke. Das war schon eine kleine Übungssequenz. Bleibt weiter verbunden mit den Körperempfindungen. Nehmen wir mal an, ihr hättet Zeit, morgens zu meditieren. Das ist so ein bisschen wie, wenn wir morgens zur Arbeit gehen und in einem Team arbeiten, dann begrüßen wir alle Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, alle Teamkollegen. Und so gibt es auch in unserem unser Körper. Alles arbeitet zusammen. Da gibt es Bereiche, denen sagen wir nie guten Tag. Die werden irgendwie vom Bewusstsein nicht so ganz erreicht, auch wenn wir meditieren. Es ist so gut, dahin zu gehen. Da mag es Bereiche geben, im Oberschenkel, im Becken, Rückenpartien. Das ist bei jedem Menschen etwas anders, Schulterpartien. Habt ihr euer Gesicht gefühlt? Ja, das Gesicht auch. Spüren. Die Wangen. Überall mal guten Tag sagen. Eine Tour durch unseren ganzen Körper. Überall guten Tag sagen. Warum ist das so wichtig? Weil gerade in den Bereichen, die wir nicht spüren, sind oft emotionale Eindrücke gestaut. Und es fließt nicht so richtig. Die sind nicht so ganz mit im Prozess. Darum ist es gut, wenn ihr euch das zur vertrauten Angewohnheit macht, den ganzen Körper zu spüren und die Bereiche, die sich nicht so stark melden, kriegen vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit. So wie in einem Kindergarten. Die Kinder, die rumrennen und sehr extravertiert sind, die brauchen etwas entspannte Aufmerksamkeit und die anderen, die so ein bisschen still sind, die brauchen etwas Unterstützung. Das ist bei uns im Körper auch ähnlich. Das bewirkt, dass wir etwas mehr innere Integration erfahren. Der Bodyscan, den kennt ja wahrscheinlich alle inzwischen. Der hat durch die MBSR-Schulung eine große Verbreitung erfahren, ist eine alte buddhistische Methode, 2500 Jahre alt, wo der Buddha jedes Körperteil einzeln aufzählt, auch die inneren Organe und dazu anhält, mit der Aufmerksamkeit hindurchzugehen. Und dabei empfiehlt er, nicht nur zu schauen, was wir da wahrnehmen, sondern wie es ist. Und sein besonderes Augenmerk hat er immer darauf gerichtet, dass alles Prozess ist. Das ist der neue Ausdruck für Vergänglichkeit. Ja. Alles Prozess. Kommt viel besser an. Ja, es geht nicht immer gleich um vergänglich und ach du meine Güte, sondern Prozess. Es ist Wandel. Und das Wort, das Anicca, was ihr kennt, oder das Mitakpa auf Tibetisch, das sind Ausdrücke, die bedeuten eigentlich nicht beständig. Und da geht es beim Wahrnehmen darum, die Illusion der Beständigkeit aufzulösen. Es geht um eine Arbeit mit dem Gewahrsein. Wir werden schon beim einfachsten Bodyscan eigentlich dazu angeregt, gewahr zu werden. Lasst uns das jetzt nochmal machen. Wir gehen jetzt wieder, ganz kurz, wieder so eine kurze Übung, wieder in Kontakt mit dem Spüren
Und jetzt achten wir mal drauf, wie es ist, die Körperempfindungen zu erleben. Wie ist es genau, wenn es vibriert? Wie genau fühlt sich deine Spannung an? Der Kontakt mit der Sitzfläche, da wo wir vielleicht berichten würden, Druckgefühle. Ist da wirklich Druck zu spüren? Was fühlen wir denn da genau? Wie ist das? Überall, wo ein Empfinden auftaucht, gehen wir hinein mit dem Bewusstsein. Und schaut mal, wird es spürbar, dass es Prozess ist? Wie sieht's aus damit? Bleiben die Gefühle gleich oder verändern sie sich? Lasst uns noch genauer schauen. Gibt es einen Ort, gibt es eine Empfindung, wo das Erleben gleich bleibt, wo es sich wirklich nicht verändert? Da wäre ja zum Beispiel das Gefühl unter unserer Sitzfläche sehr geeignet, um da mal zu forschen. Oder vielleicht ein Spannungsgefühl in der Schulter. Wo sind die stabilsten Empfindungen zu finden im Körper? Lasst mich mal eure Antwort hören. Wo sind die stabilsten Empfindungen im Körper zu finden? Wo ist der höchste Grad an Kontinuität und Stabilität zu finden? Wir stellen mal die Frage auf den Kopf, oder? Die Frage nach dem Wandel und der Vergänglichkeit stellen wir jetzt mal auf den Kopf und fragen uns ja, wo gibt's denn Stabilität?
Habt ihr irgendwas entdeckt? Wag doch mal an. Die Füße. Was hast du in den Füßen erlebt? Ich habe so das Gefühl, also die stehen statt, also die sind starr irgendwie, also die verändern sich nicht. Ich denke mal, wenn ich da draufstehe, die haben immer gleich die Fußsohlen. Ja, und jetzt gerade, was erleben deine Füße? Als hast du gerade die Hände draufgelegt, hast du weggenommen. Haben die was, hat sich was verändert? Ich habe es angefasst, ob es wirklich so ist. Ich habe es überprüft. Hast du überprüft? Okay. Eben als du in der Meditation warst, was hast du von deinen Fußsohlen gespürt? Festes, also nicht starr, aber was Festes, was Festes? Wo man verlassen kann, wenn ich draufstehe, die stehen am Boden. Okay, die stehen aber überhaupt nicht am Boden, die liegen gerade ziemlich in der Luft. Auf dem Kopf. Ja, das war eine Vorstellung. Also ich bitte euch zu unterscheiden zwischen Vorstellung und Erleben. Was erlebst du jetzt gerade? Wir nehmen uns einen Moment Zeit, wir gehen mit ihr zusammen, jeder in unsere Fußsohlen. Was erlebst du jetzt gerade in den Fußsohlen? Nicht hingehen, nicht ohne hingehen. Ohne Kopf. Ohne Kopf und ohne Hände. Ohne Kopf und ohne Hände. Der ist ganz schwierig. Jesus Gott, ja, was machen wir da noch? Was spürst du? Sind die noch da? Oh, jetzt gehst du wieder mit den Händen. Sind die Füße noch da, wenn du hinspürst, oder entsteht dann Zweifel, ob sie überhaupt da sind? Sie sind da. Woran merkst du das? Ich habe Vertrauen erfahren. Ich weiß es, ich spüre es. Was spürst du? Genau, das interessiert mich. Fußsohlen, Füße, also unten Füße. Ja, wie fühlen die sich an? Wie, sag ich mal, jeder hat vielleicht so 1-2 Kilo Fleischmasse. Und nicht die Konzepte, was fühlst du? Ja, ich sehe einfach Füße. Okay, es geht jetzt um den Körpersinn. Wie fühlst du die Füße? Woher weißt du, dass die da sind? Du guckst die gerade nicht an, deswegen kann das Sehen jetzt nicht helfen. Erfahrung. Welche Erfahrung? Dass Füße da sind, dass die Füße tragen. Hopp. Wie fühlst du sie jetzt gerade? Gibt es, intuitiv. Ja, gibt es jetzt, ich helfe dir mal ein bisschen. Gibt es in den Gefühlen, in den Füßen im Moment gerade eine Temperaturempfindung? Sind sie eher kühl oder eher warm? Leicht warm. Leicht warm. Gibt es in den Füßen etwas, wir sind jetzt noch bei den Füßen, gibt es dort eine Form von pulsieren, vibrieren, irgendwie ein Ziehen oder so etwas? Ist still? Ist das eine tote Stille oder eine lebendige Stille? Ein lebendiges Ruhen. Eine lebendige Ruhe. Was bewegt dich dazu zu sagen, es ist eine lebendige Ruhe? Weil ein bisschen Temperatur drin ist. Und? Und das ein ganz leichtes Vibrieren, so minimal. Also es lebt, aber es ist ruhig. Genau, dieses ganz minimale Vibrieren. Das ist das Zeichen dafür, mit dem leichten Wärmegefühl, das ist lebendig. Okay. Danke. Das ist es ohne Kopf, nur mit Fühl. Und so geht es darum, mit jedem Körperbereich Kontakt aufzunehmen. Das hat viel mit unserem Thema zu tun. Es ging um Gewahrsein. Und Gewahrsein bedeutet, dass wir es unterscheiden können von den Bildern, die wir haben, über etwas, was vermeintlich abläuft. Habt ihr den Unterschied wahrnehmen können, was es für ein Unterschied ist, Füße zu spüren oder Füße zu denken? Ja? Ganz oft, wenn wir den sogenannten Bodyscan machen oder Körper erleben, dann denken wir unseren Körper. Wir fühlen ihn gar nicht, wie er jetzt gerade ist. Wir kommen mit früheren Erfahrungen, mit Vertrauen, dass die Füße ja immer da waren. Und, ja,
die Vorstellung darüber, wie schön das ist, auf denen zu gehen, aber wir sitzen ja gerade und ihre Füße sind nach hinten gekehrt und gerade die Fußsohlen in der Luft. Also ein ganz anderes Gefühl. Wie ist jetzt gerade? Zum Beispiel, du hast einen Fuß aufgestellt, einer liegt am Boden. Und es müsste deutlich spürbar sein, wie sich das unterschiedlich anfühlt. Das ist eine unterschiedliche Sache. Einige haben einen Fuß, wie ich, oben aufgelegt und der andere steckt unter dem Oberschenkel. Das fühlt sich doch auch unterschiedlich an. Merkt ihr jetzt? Gehen wir nochmal rein. Jetzt vergleicht mal rechten Fuß und linken Fuß. Ganz feines Wahrnehmen. Wie fühlt sich die rechte Fußsohle jetzt gerade an? Und wie fühlt sich die linke Fußsohle jetzt gerade? Jetzt kommt die Gretchenfrage. Spürt ihr überhaupt eine Fußsohle? Was spüren wir denn? Gibt es in dem Spüren eine Grenze zwischen Fußrücken und Fußsohle? Reicht schon. Was habt ihr gemerkt, als ich euch die Gretchenfrage gestellt habe? Lisa? Also, ich kann nicht... Also, wenn ich nur mit dem Erleben bin, ohne das zu benennen oder es irgendwie zu sortieren, dann kann ich nicht mal genau sagen, welches von dem Erleben meinem Körper zuzuschreiben ist. Also, ob es jetzt der Fuß ist, der sich so anfühlt, oder der Boden, oder ob es halt einfach, also es gibt gar keinen Unterschied. Ja, und was Fußsohle und Fußrücken angeht, da gibt's nur fließende Übergänge und die Begriffe Fußsohle und Fußrücken sind gedacht. Das ist ein gedachter Fuß. Jetzt machen wir das nochmal mit der Sitzfläche. Ich sag euch nachher, warum ich da solch diese Übung mit euch mache. Das hat ganz, ganz große Relevanz. Verspürt mal, egal wie ihr gerade sitzt, in den Bereich hinein, den wir so unsere Sitzfläche nennen. Also ich mache jetzt mal den Po, den Hintern. Die Lisa sagt gerade, man kann gar nicht wissen, ob ich den Boden spüre oder ob ich meinen Körper spüre. Wie verhält es sich denn? Das Kissen spüre oder den Körper? Was ist denn das tatsächliche Erleben in dem Bereich? Okay, danke. Und der Gewahrsam braucht nicht lange, um so etwas rauszufinden. Was habt ihr gespürt? Was erlebt ihr jetzt noch? Es geht ja weiter. Bei mir wirkt sich die Erfahrung nach außen. Die verliert sich. Ja. Das bedeutet, das hat so genau. Übergänge. Wie wenn es ausläuft. Ja. Ja, es hat sowas, wie wenn das Körper erleben, so wie ins Kissen, so ausläuft. Ja. Ja? Und wo ist jetzt die Körpergrenze? Mist, ne? Nicht zu finden. Nicht zu finden. Das heißt, unser Körpererleben signalisiert uns im stillen Erleben keine Grenze. Nicht mal mit so etwas Solidem wie unserem Sitzkissen oder dem Boden. Das signalisiert uns, wenn du jetzt in dein Erleben hineingehst, was hast du eigentlich gespürt dann? War das auch so ein Vibrieren oder was ist da zu spüren? Also, das ist ein Vibrieren, aber sehr, sehr fein. Sehr fein, ja. Und unterschiedlich rechts, links. Unterschiedlich rechts, links, genau. Nach außen und Dichte, rechts ist mehr als links. Ja. Das ist so diese Erfahrung von Dichte, mehr rechts als links. Das wird dann innerlich verarbeitet als unterschiedliche Gewichtsverteilung. Das sind diese Dichte-Erleben. Wenn wir das dann in Begriffen ausdrücken, dann
dann kommen alle möglichen Ideen dazu. Aber das eigentliche Erleben ist nur eine Erfahrung von dichtem Vibrieren, so eine dichte Gefühl. Und wenn du so ein bisschen schwankst, oder wenn ihr das macht, wenn ihr so ein bisschen schwankt, dann merkt ihr, wie sich das Gefühl von Dichte verändert, nicht wahr? Da sind wir jetzt sehr an dem primären Erleben, so was die Sinne uns melden. Und dann nachgeordnet wird das verarbeitet zu mehr Gewicht ist jetzt rechts, mehr Gewicht ist jetzt links und ich sitze schief und so. Aber das Schief, setz euch mal schief hin. Wie fühlt sich das an? Interessant, gell? Schieflage. Unterschiedliche Empfindungen auf der rechten, wie nennt man das da? Lendenseite, Brustkorbrücken, Unterschied zur linken. Die Hüfte fühlt sich ganz anders an, die Beckenregion. Aber auch ziemlich lebendig, oder? Ist das ein statisches Gefühl? Was bewegt dich so klar zu sagen, es ist kein statisches Gefühl? Das ist genauso wie wenn ich gerade sitze. Also das ist genauso ein lebendiges sich zeigen wie... Völlig richtig. Es ist im Grunde genommen von der Natur des Erlebens ein gleiches Gefühl wie das gerade Sitzen. Nur ist es sind es andere Empfindungen. Die Verteilung der Empfindungen ist anders. Aber von der inneren Lebendigkeit und den Vibrieren und Dichte und so weiter, das ist alles gleich. Und was ich mit euch mache, ist jetzt gerade, wir haben den Körper als Instrument jetzt benutzt und wir können das übertragen auf den Geist. Es gibt doch geistige Schieflagen, oder? Kennt ihr das? Geistige Schieflagen ist so, wenn ich so ein bisschen traurig bin oder ein bisschen gereizt, ja, so, und dann, da passiert dasselbe, was wir jetzt machen. Dann sagen wir uns vielleicht, Schieflage, soll nicht so sein. Korrigieren, sofort wieder gerade sitzen, emotional gerade sitzen. Aber diese Schieflage ist genauso ein Erleben wie das idealisierte gerade Sitzen, wenn ich in meiner inneren Harmonie bin. Und eigentlich gibt es gar nichts einzuwenden gegen eine schiefe Lage, wenn wir es innerlich schaffen, dabei im Spüren zu bleiben, im Säkulären, dann ist es sogar sehr angenehm, in Schieflagen zu kommen. Das tut man beim Tanzen ja ständig. Man bleibt innerlich in einer Mitte und alles bewegt sich. Alles bewegt sich. Und weil sich alles bewegen darf, ist dem Fluss der Lebenskraft, sind keine Grenzen gesetzt. Wir brauchen das immer wieder aus dem Gleichgewicht kommen, um unser Gleichgewicht, um unsere eigentliche innere Mitte deutlicher zu spüren. Das ist interessant, das können wir aus dem Körper übertragen. Ein Körper, der immer nur in einer Position wäre, fängt bald an zu schmerzen. Das wissen alle, die schon mal lange krank waren. Selbst das beste Bett ist kein guter Ort mehr, wenn man still liegen muss. Es fängt unglaublich an zu schmerzen. Der Körper braucht die Bewegung und der Geist braucht die Bewegung. Und was er nicht braucht, sind die Konzepte, die wir draufstülpen. Das darf sein und das darf nicht sein. Da jetzt eine kleine Bemerkung aus Sichtweise. Wenn man jetzt eine positive Hilfestellung aus Sicht der Psychotherapie auf die Gewahrseinspraxis nimmt, dann bedeutet das, aufgepasst, die buddhistische Meditationspraxis kann leicht zu einem Verlust von Lebendigkeit führen. Einem Verlust von Vitalität sogar. Es
kann sein, dass wir uns einengen damit, statt uns zu befreien. Und das hängt mit unseren inneren Haltungen zusammen, wie wir den Körper einengen, wie wir die geistige Beweglichkeit einengen, die emotionalen Zustände und immer stärkere Vorstellungen darüber entwickeln, was sein darf und was nicht sein soll. Oder was sogar sein muss. Und das ist ein spirituelles Korsett. Das ist, wo man merkt, dass langjährige Praktizierende zum Teil gar nicht freier werden, weil sie sich in etwas, in einer Idealvorstellung versuchen, hineinzubringen. Das passiert in der Psychotherapie genauso, dass man meint, an sich rumdoktern zu müssen und in bestimmten Idealen entsprechen zu müssen. Klar. Das passiert immer, wo Menschen eifrig bemüht sind, irgendwie das Beste zu tun. Und tatsächlich können wir eine ganz einfache Überleitung schon machen. Ja, beweglich bleiben. Und in den beweglichen Erfahrungen schauen, was ist eigentlich stabil. Jetzt komme ich zurück zu meiner Frage. Was ist denn die stabilste Körperempfindung, die ihr auftreiben konntet? Gibt es da etwas? Ja, eigentlich nur so eine Zuschreibung. Eigentlich nur so dieses Gewohnte, also nicht das Erleben, sondern die Gewohnheit, es dem Körper, eine bestimmte Form von Erleben dem Körper zuzuschreiben. Okay, ja, diese Zuschreibung ist sehr stabil. Mhm. Ja. Das ist wahr, die ist immer wieder dieselbe. Was ist denn im Erleben? Gibt's da was? Gibt's da was, was stabiler ist als anders? Herzschlag und Atem, das sind total verlässliche Parameter, nicht? Die sind immer dabei. Pulsierende, ja, wir nennen das dann Herzschlag, diese pulsierenden Empfindungen, die wir verfolgen können. In den ganzen Körper können wir den Verlauf des Pulses mit feiner Achtsamkeit verfolgen. Und Atmung. Das sind ziemlich bewegte Formen des Erlebens. Was habt ihr noch gefunden, was verlässlich im Körper ist? Also ich fand, bereite dich nicht, spüle dich, fand ich immer da. Also da ist nicht da. Also das Nicht-Dasein. Die, ja, wo ich versucht habe, Zugang zu finden, die habe ich nicht gefunden. Okay. Da können wir noch nicht von einem Erleben sprechen. Du deutest gerade so auf den Rücken. Da könnte man Übungen machen auch. Zum Beispiel könntest du dir oder jemand anders könnte eine Hand drauflegen, so das spürst du dann, den Kontakt. Mach das mal gerade bei mir, die Hand so drauflegen und dann die Hand immer leichter werden lassen und die Region, wo sie gerade war, weiter spüren. Und dann versuchen rauszufinden, wie nah ist die Hand denn noch? Spüre ich sie noch? Und so können wir einen Körperbereich gezielt dazu bringen, wieder zu spüren. Wir können es auch ohne Hilfen einfach länger dort verweilen. Oder so ein bisschen hineinatmen. Wenn du in deinen Rückenbereich, da wo du spüren möchtest, ein bisschen hineinatmest, kommt dann was? Da kann ich nicht hineinatmen. Kannst du nicht? Doch. Wenn ich dir jetzt eine Hand auf den Rücken legen würde, egal welche Stelle, dich bitten würde, da hinein zu sein, dann würdest du sowas machen. Und dann würdest du so mit dem Körper mithelfen und dann mit der Zeit würdest du merken, das geht ja auch viel leichter. Ich habe übrigens, so wie du, auch anfangs meiner Meditationszeit große Teile meines Rückens nicht gespürt. Das ist mir sehr vertraut. Wie ausgeklammert. Teile vom Rücken. Ja, aber das Nichtspüren von etwas ist kein stabiles Erleben, sondern das ist natürlich etwas, was wir konstatieren. Das ist ein Gedanke. In dem, was ihr erlebt habt, ich sag's euch mal, da ist doch überall dieses Vibrieren, oder? Ist euch das aufgefallen? Du hattest es schon erwähnt. Merkt ihr das? Dass da nicht überall, wenn ihr jetzt in den Oberschenkel geht, wo auch immer, ist da nicht so als ob das Gewebe lebendig wäre, ne?
Merkt ihr das? Woher nimmst du es gerade? Immer? Je nachdem, wo die Aufmerksamkeit ist. Je nachdem, wo die Aufmerksamkeit ist. Super. Das ist, was passiert, wenn Aufmerksamkeit irgendwo in den Körper geht, dann geht man in die Fingerspitzen. Einfach, das habe ich, glaube ich, mit euch vielleicht schon gemacht, geht man einfach in die Fingerspitzen einer Hand, nur die Finger gucken, spürt ihr, wie das Vibrieren kommt. Dürft auch Nein sagen. Dann seid ihr natürlich in Gefahr, dass ich eine Übung mit euch mache. Merkt ihr es? Jetzt mal nicht alle fünf Fingerkuppen spüren, sondern nur noch die beiden, nee, die drei, die ihr am intensivsten spürt. Welche von den fünf Fingerkuppen spürt ihr am intensivsten? Okay, die drei. Welche von den dreien, jetzt wählt euch mal eine aus, nur noch eine, die, die am intensivsten ist. Okay, bei der bleiben wir jetzt, bei der. Oh, interessant. Bleibt mal noch weiter da, erforscht das noch ein bisschen. Wie fühlt sich das da an in der Finger? Und diese eine Fingerkuppe. Okay, was ist mit den anderen Fingerkuppen passiert? Sie sind weggegangen, nicht wahr? Als wir hingingen, in alle fünf, wurden sie mehr oder weniger intensiv alle fünf stimuliert. Als wir nur noch drei hatten, kam die stärker, die anderen begannen zurückzutreten. Als wir nur noch eine hatten, waren die anderen vier wie weg. Und sobald wir wieder bei allen Fünfen sind, kommt das Vibrieren wieder. Diese Aufmerksamkeit, das, was ihr habt, es geht mit jedem Körperteil. Sobald ich in die Schulter, gehe ich in die rechte Schulter, ist ein bisschen schwieriger, muss ein bisschen geübter sein. Gehe ich in die rechte Schulter, also ich gehe jetzt hier in diese Schulterregion. Ja, komm, schon kommt da viel mehr ins Bewusstsein, nicht wahr? Und neben dem vielleicht Ziehen und sonst was da ist, ist immer dieses begleitende Vibrieren. Und dieses Vibrieren ist ja nicht ein statischer Zustand, sondern ist ja wirklich so, wie als würde man so der Zellaktivität wie hinspüren können. Ist natürlich nicht das, sie sind noch viel kleiner als das, was wir spüren können, aber es ist so ein grundlegendes Gefühl von Lebendigsein. Egal in welchen Körperbereich wir gehen, allmählich wird der wie lebendig, der war aber vorher schon lebendig, es ist nur, wenn ich gerade mal auf die andere Schulter gewechselt, ist es nur, dass wir jetzt die Aufmerksamkeit geben und da zeigt sich die Lebendigkeit. Und die zeigt sich als ein so ein grundlegendes Wahrnehmen von, ah ja, ist da, ja, ich spüre. Eine Aktivierung in dem Bereich. Wenn wir das mit den Emotionen machen oder mit Geisteszuständen, ist das genau dasselbe Prinzip. Absolut das Gleiche. Und da können wir psychotherapeutisches Vorgehen verbinden mit unserer Meditationspraxis. Wir können hineingehen in irgendein Erleben, ob emotional, also angenehm, unangenehm, neutral. Egal in welches Erleben wir gehen, stellt euch mal die Frage, wie fühlt es sich jetzt gerade an, hier zu sein? Keine Gedanken, sondern nur, wie fühlt es sich an? Wie ist mein Geist jetzt gerade? Wie fühlt es sich jetzt gerade an zu sein? Ohne dass ihr darauf antwortet, nur um mehr hinzuspüren.
Danke. Was macht ihr da für Entdeckung? Ich finde es erstaunlich, also wenn ich versuche beim Geist zu bleiben oder bei Stimmungen, dann komme ich immer wieder in diese feinen Körperempfindungen. Mhm. Das fällt mir schon noch ganz schwer, da bei diesen feinen. Ich glaube, das ist vielen jetzt so gegangen, mir auch, weil wir den Körper so stark aktiviert hatten vorher. Mhm. Und, ist aber auch noch etwas, was super dabei ist, wir merken sofort, dass wenn wir uns fragen, wie fühle ich mich, dass wir eine Körper-Geist-Einheit befragen innerlich. Wir trennen Körper und Geist gar nicht innerlich. Das ist so ein Irrtum, der hineingebracht wurde in unser Denken, Körper und Geist zu trennen. Es geht gar nicht. Jeder Gedanke hat eine Auswirkung in Neurotransmittern, in subtilen Energien und so weiter, hormonelle Veränderungen, die spürbar sind. Und schon die Frage, wie geht's mir, verändert meinen jetzigen Zustand. Nicht wahr? Allein dadurch, dass ich die Aufmerksamkeit nach innen richte, schon ist es nicht mehr gleich wie vorher. Und diese intensive Körper-Geist-Einheit, die muss auf jeden Fall in der Dharma-Praxis gewahrt bleiben. Wir wissen das, wie fatal das ist aus der Psychosomatik und auch aus sonst psychotherapeutischen Verfahren. Wie krass das ist, wenn man nur zum Beispiel meint, sich um den Geist kümmern zu müssen oder nur sich um den Körper kümmern. Die Einheit dabei. Und was wir eigentlich machen, wenn wir es gut machen mit unserer Meditation, ist ein ständiges Focusing. Habt ihr schon mal den Ausdruck gehört? Focusing als Therapie oder als Explorationsmethode? Dass ein Thema taucht auf, man verbindet sich mit einer körperlichen Empfindung, zum Beispiel, ja, Problem zu Hause, ich bin aber jetzt nicht zu Hause, okay, wenn ich an das Problem zu Hause denke, wo beginnt der Körper zu reagieren? Dann geht man an die Stelle im Körper und bleibt dort und lässt es lebendiger werden, so wie wir das eben gemacht haben. Man bleibt mit dem Bewusstsein da und fragt dann aber, was hast du mir zu sagen? Was ist da für eine Botschaft drin? Und dadurch wird den freien Assoziationen Raum gegeben. Und Druck, so ein Druck hier auf der Brust. Mich belastet, da kommen wir schon über den Druck in der Brust, kommen wir in das Gefühl von Belastung, kommen wir damit in Kontakt. Es nimmt mir wie den Atem. Ja, okay, ich fühle mich wie ohnmächtig, ich brauche da nicht mehr Luft. Und so nutzen wir diese Körper-Geist-Einheit in einem geschickten Prozess, um rauszufinden, was eigentlich los ist. Und explorieren weiter, ohne allzu sehr ans Denken zu kommen, explorieren weiter, was denn da gut tun könnte. Und das machen wir eigentlich ständig, wenn wir es gut machen, im meditativen Prozess. Und wie viele von uns benutzen ihren meditativen Prozess, ihre Meditation, um genau das nicht zu tun? Bitte nicht in Berührung kommen mit den herausfordernden Emotionen. Als ob die Meditation dafür gedacht wäre. Und das ganze Gegenteil ist der Fall. Meditation, wie es der Buddha verstanden hat, Meditation ist dafür gedacht, aufzuräumen. Dient eigentlich einem Reinigungsprozess. Dient dazu, dass Körper-Geist zusammen als Einheit wieder ins Fließen kommen und dass dadurch weiteres Gewahrsein möglich wird, indem erkannt wird. Fass euch nochmal zusammen. Ich weiß, wenn ihr hier regelmäßig ins Haus kommt, dann kennt ihr das in- und auswendig. Es geht beim Meditieren darum, die vier edlen Wahrheiten zu verstehen. Die vier Wahrheiten aller Edlen.
dass tatsächlich Leid, Anspannung, Stress da ist. Die Ursachen von Leid, Anspannung, Stress, also Dukkha, ne? Ja. Wollen wir uns in der Meditation darum drücken? Nee. Meditation ist ein gezieltes Aufsuchen von den Bereichen, in denen wir Dukkha erleben, in denen wir Stress, Anspannung erleben. Um zu verstehen, mit was das zusammenhängt. Und unsere Fragen können sehr tief gehen. Wenn wir da mit Konzepten kommen, das Ich anhaften, das Karma, oder dann haben wir mit einem Konzept das Erleben getötet. Okay? Ich sage das jetzt mal bewusst krass. Es wird nicht mehr weiter hingeguckt. Diese Schulterverspannung, die ich vielleicht spüre, oder im Rücken oder in der Hüfte, ist vielleicht Dukkha. Okay, vielleicht auch nicht. Kommt darauf an, wie das Gewahrsein sich damit verbindet. Was ist es denn, dass diese Empfindung zu Dukkha macht, zu Leid? Okay. Ein Teil davon ist, dass ich es ablehne. Je mehr ich eine unangenehme Empfindung ablehne, desto stressvoller wird es. Okay, das ist einer der Gründe, warum viele Meditationspraktizierende irgendwie dann doch nicht so aus dem Leid rausfinden, weil sie in einer Ablehnung des Leides sind. Weil sie angenehme Erfahrungen wollen. Und die Jhanas wollen die Bedenkungsstufe, was auch immer. Aber der Weg, erste und zweite Wahrheit ist, Anschauen von Leid und Erforschen der Ursache. Und nicht abstrakt. Dritte und vierte Wahrheit. Dritte Wahrheit, dritte Entdeckung. Es gibt offene Geisteszustände. Es gibt völlig befreite Geisteszustände. Es gibt das Erwachen. Viertens, wie kommt man dahin? Der Weg. Der Weg ins Erwachen. Das läuft in jeder Meditationssitzung. Und das geht nur, wenn wir, so wie ich das schon mit euch so ein bisschen angedeutet habe, in einem ganz authentischen Erleben sind. Machen wir das nochmal zusammen. Und dann ist Pause. Ich gehe heute in den Modus von zwei kleinen Pausen, also zwei etwas kürzeren Pausen während des Vormittags. Wow, es wäre dann auch gut, wenn wir lüften würden. Ja. Kann auch 5 Minuten warten. Wir nehmen jetzt das Gewahrsein von Körper und Geist zusammen. Der Buddha nannte das körperliche Gestaltung, geistige Gestaltung und Bewusstseinszustände oder Geist. Das ist eine Frage, die das alles beinhaltet. Wie ist es jetzt gerade zu sein? Zweite Frage, gibt es jetzt gerade eine Anspannung irgendwo im Körper und oder Geist, in dieser Körper-Geist-Einheit? Okay. Dann gehe ich genau dahin mit der Aufmerksamkeit. Genau da, wo es weht. Hier mit einem liebevollen Gewahrsein dorthin. Annehmend, offen, fragend. So als würde ich jemandem begegnen und fragen, oh, geht gerade nicht so gut, magst du mir mehr darüber erzählen? Und dann hören wir zu.
Und wenn wir ein Gefühl dafür bekommen, was gut tun könnte, dann schauen wir, ob wir etwas in diese Richtung tun können. Annehmen, entspannen, mit liebevoller Unterstützung nähren. Und das Einfachste, was wir meistens tun können, ist, uns in dieses Erleben hinein zu entspannen. In das Erleben hinein entspannen. Okay, danke. Schlusssatz vor der Pause. Es geht beim Meditieren, bei der Gewahrseinspraxis darum, nicht vom Unangenehmen wegzugehen, sondern hinzugehen. Und nach Möglichkeit sogar hinein. In dieses Unangenehme heraus, sagen wir einfach mal herausfordernde Erleben hineinzugehen. Selbes Prinzip wie in der Psychotherapie. Es ist so einer so dieser Sprichworte unter dem Psychotherapeuten. Da, wo die Angst ist, da geht's lang. So, grundlegend. Da, wo das Vermeidungsverhalten deutlich wird, eigentlich sind dort die Schätze zu finden. Aber das brauchen wir nicht ständig zu machen, wir können uns auch Pausen hören. Und das wäre jetzt eine viertelstündige Pause, wir machen 20 nach 10 weiter. Bitte volle Lüftung. Shamatha-Praxis, was ist der Stellenwert? Was ist der Stellenwert der Shamatha-Praxis? Und meine Recherchen im Pali-Kanon haben ergeben, dass der Buddha selbst keine strenge Trennung zwischen Geistesruhe und intuitiver Einsicht macht, also zwischen Shamatha und Vipassana-Praxis. Tatsächlich ist diese Trennung, die pädagogisch vielleicht sinnvoll ist, von den späteren Kommentatoren eingebaut worden. Wenn man des Buddhas Meditationsunterweisung liest, ist das ein fließender Übergang. Und zwar zunächst immer Geistesruhe, und mit dem ruhiger werden des Geistes schauen, wie es ist. Standardthema Vergänglichkeit, Wandel, Prozessnatur des Seins. Zu sehen, dass unser Erleben Prozess ist, bewirkt, dass wir weniger greifen. Dass wir, wenn wir die nicht fassbare Natur des Erlebens spüren, findet weniger Fassen statt. Ja? Dann gibt das Greifen nach etwas, was sich nicht greifen lässt, mit der Zeit auf. Und das vertieft die Geistesruhe. Da ist ein Einsichtsprozess, wir verstehen mehr von der Natur des Seins und greifen weniger, identifizieren uns weniger, Vertiefung der Geistesruhe. Und so geht es beim Buddha durch die Körperempfindung, die anderen fünf Sinnesempfindungen inklusive mentales Wahrnehmen der geistigen Bewegung hin bis in die Geisteszustände und immer dieser Prozess des Gewahrwerdens dessen, was ist und dann wie es ist. Was ist, wie ist es. Von dem bloßen Wahrnehmen zum Gewahrsein dessen, was die Natur des Erlebens ist. Und das lässt sich eigentlich nicht trennen. Den Prozess des Beruhigen des Geistes, sich lösen aus dem Verfangensein, lässt sich eigentlich nicht trennen von dem Erkennen, was wir die vier inneren Wahrheiten nennen, dessen, was die Ursachen des Greifens sind und wie man es entspannen kann. Auf einen Punkt gebracht. Was sind
Wo findet das Greifen statt? Was sind die Ursachen davon? Wie kann ich es lösen? Das sind Erkenntnisprozesse. Und jedes mehr an Verstehen bringt eine tiefere Gelöstheit mit sich. Und so praktizieren wir die beiden als Einheit, Shamatha und Vipassana. Es ist ein großer Irrtum zu meinen, man solle Shamatha, also Geistesruhe, getrennt von Einsichtsmeditation praktizieren. Das kann man mal, wenn ihr jetzt eine Meditationssitzung habt von einer Stunde, könnt ihr sagen, okay, die erste Viertelstunde, halbe Stunde konzentriere ich mich auf Geistesruhe. Zum Beispiel Atemmeditation oder Bodyscan oder Arbeit mit den Sinneserfahrungen. Und mein Hauptaugenmerk ist darauf, in Gelöstheit, in gelöste Ruhe zu kommen. Und wenn der Geist klarer wird, dann hineinschauen. Dann schauen in die Erfahrung. Wie ist es denn? Wie? Buddha, ich nehme hier gerne im Buddha-Haus gerne auch die Pali-Worte mit hinein, hat darauf geantwortet, ja, die Wesensmerkmale Anicca, Dukkha, Anatta plus Shunyata, wenn ihr es dazu nehmen wollt. Wandel, Anicca, ja, wie ist das? Ja, es ist Prozess. Und dann zweite Frage, und was in dem Prozess ist denn da Leid erzeugen? In diesem Prozess, der jetzt gerade stattfindet, wie fühlt es sich innerlich an, zu greifen? Ist dieses Greifen wirklich förderlich? Ist es wirklich eine Quelle von Glück? Denn wir greifen ja, weil wir wollen ja damit vielleicht Angenehmes festhalten, oder wir greifen im umgekehrten Sinne, indem wir Unangenehmes fortschieben wollen. Bringt es das wirklich oder bringt es das nicht? Wieder eine Frage, die ins Erkennen, ins Verstehen führt. Dann lassen wir die ungeschickten inneren Verhaltensweisen, das ungeschickte Greifen, lassen wir und gehen immer mehr in tief annehmende Geisteshaltung, unterstützend, liebevoll, da wo die Qualitäten zu fließen beginnen. Und darin entdecken wir Freiräume des Geistes. Und wir bemerken, wir lernen, wie diese Freiräume immer leichter zugänglich werden können, wie man immer wieder da hineinfinden kann und dass auch diese Freiräume nichts Stabiles haben. Sie sind auch lebendiges Erleben. Wir können sie nicht stabilisieren, wir können sie nicht festhalten, diese offenen Geistesräume, sondern ihnen die geeigneten Bedingungen schaffen, dass sie sich immer wieder zeigen, dass dieses offene, freie, nicht greifende Gewahrsein sich einstellen und immer weiterentwickeln kann. Immer wieder neu, immer wieder frisch. Das ist so meine heutige Antwort auf Shamatha, also Geistesruhe und Vipassana, Einsichtsmeditation. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich noch eine Frage zu den Jhanas. Also ich weiß ja, in der Anapanasati-Sutta ist es auch genauso aufgeführt, wie du sagst, erst Ruhe und die Ruhe verwenden dann für Einsicht. Und wenn ich das recht verstanden habe, ist ein gutes Sprungbrett dafür die angrenzende Sammlung. Aber man kann auch von jeder Vertiefung in die Einsicht, habe ich das recht verstanden? Ja, man kann auch von jeder Vertiefung in die Einsicht, nun muss man es wollen. Wer aus einer Vertiefung in die Einsicht wechseln möchte, in die Einsichtsmeditation wechseln möchte, muss die Dynamik des Geistes in vollem Umfang zulassen. In den Jhanas sind wir, in den ersten noch nicht, aber wenn sie sich tiefer entwickeln, sind wir eigentlich in Ausnahmezuständen des Geistes, die aber eine große Klarheit und Ruhe mit sich bringen. Eindeutig. Wir sind in den tiefen Bereichen des Nichtdenkens. Und tatsächlich ist es so, dass um zu erkennen, um zu verstehen, müssen wir die Dynamik des Geistes wieder zulassen. Die Natur des Erlebens zu durchschauen, geht nur, wenn wir das Erleben wirklich zulassen. Sonst geht das nicht. Wenn wir die Jhanas als eine Art Parkstreifen betrachten,
oder von mir aus auch ein Parkhaus, wo wir uns mal so eine Weile parken, damit es uns gut geht, dann findet kein Verstehen statt. Das war die Sackgasse der Yogis zur Zeit Buddhas, die diese Dhyanas kannten, aber dort wie geparkt waren. Und wenn sie wieder zurückkamen in die Alltagsherausforderung, dann war immer noch Dukkha da, war immer noch Verstrickung da, waren immer noch emotionale Verspannungen. Also unter uns gesagt, das, was immer dann da ist, sind subtile Formen von Stolz, und die bringen dann Ärger, also Abneigung und so weiter mit sich. Die bringen Konkurrenzdenken mit sich, die bringen ein Wollen mit sich. Und um das aufzulösen, braucht es, dass wir diesen ruhigen, klaren Geist auf genau diese Muster legen, auf diese Impulse, jemand Wichtiges sein zu wollen, jemand Gutes sein zu wollen, oder sogar jemand Besseres sein zu wollen. Oder. Diese ganzen Impulse, die brauchen unsere Aufmerksamkeit. Sonst, und das ist jetzt wieder so ein kleiner Sprung in unser Thema, sonst haben wir es beim Meditieren mit einem ausgefeilten System der Verdrängung zu tun. Okay? Da muss man einfach mal klar sagen, wenn die geistige Klarheit nicht dafür eingesetzt wird, um Spannung und ihre Ursachen zu untersuchen, also emotionales Greifen, Ich-Identifikation und so weiter zu untersuchen und zu finden, wie darin und nicht woanders das Erwachen zu finden ist, dann ist es keine befreiende Praxis. Auch jedes Muster in uns, wenn wir so merken, wir versuchen unser Erwachen zu finden anderswo als in dem, wie ich gerade bin, dann sind wir schon auf dem Holzweg. Das ist Vermeidungsverhalten und führt zu der wirklich bedrückenden Erfahrung, dass Menschen nach 20, 30 Jahren Meditationspraxis immer noch nicht emotional freier sind. Weil es nicht die Praxis ist, die tatsächlich zur Befreiung führt. Weil wir denken, wir würden, und das ist jetzt die Frage, durch die Dhyanas Befreiung erlangen. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall. Es gibt einige Ausnahmepraktizierende, und das möchte ich euch auch ehrlicherweise sagen, in den Dhyanas man muss aber dann wirklich auch in der Lage sein dazu. Ich kenne eigentlich nur ein oder zwei Personen in meinem ganzen Leben, die mir begegnet sind, die diesen Prozess machen können. Man kann in den Dhyanas den Geist auf die Natur des Gewahrseins selber lenken und da hindurch entspannen, in die Natur des Seins hinein. Es ist den meisten aber nicht möglich. Die meisten brauchen einen Erlebnisinhalt, einen Erlebensinhalt, in den sie hineinschauen können, um die Illusion von Subjekt-Objekt zu durchschauen. Die allermeisten Meditierenden, wenn sie in diesen feinen, noch dualen Samadhi-Zuständen sind, fühlen sich, was das duale Erleben angeht, haben das Gefühl, sie können wie durchschauen. Sie sehen schon, wie sie ahnen schon, wie es im non-dualen Sein irgendwie sein könnte, sein müsste, finden aber keinen Weg, den Geist so in dieses Erleben zu richten, dass sie wirklich im non-dualen Erleben einkommen müssen. Wir müssen so ein klein bisschen Rückwärtsgang einlegen, mehr Gedanken, wieder emotionales Erleben zulassen und da mit der gewonnenen Geistesklarheit hineinschauen. Aber es gibt auch den anderen Weg. Es ist nicht verkehrt, wenn davon berichtet wird, dass man auch dahin durch entspannen kann, worum es nämlich geht, es ist die verbleibende Beobachterfunktion in den Dhyanas. Das ist verbleibende, ganz feine, duale Beobachten, was man durch ein Wollen nicht wegkriegt. Wenn man sich dahin durch entspannen will, klappt es nicht. Ja, und das ist das Problem. Wenn man etwas mehr Bewegung einlädt, dann hat man mit der frischen Bewegung die Möglichkeit, leichter eine innere Haltungsänderung zuzulassen, die es einem dann ermöglicht, die Natur dieser Bewegung zu entdecken. Okay, das war jetzt für die von euch, die schon viel davon gehört haben, super, kleine zusätzliche Erklärung. Da habe ich noch eine Frage, ich kann zuerst mal, ne? Ja. Also diese wandernden Vibrationsinseln, ne? Wenn ich es jetzt mal, da haben wir ja gesagt, hast du ja uns gefühlt, wenn wir die Aufmerksamkeit dahin wenden, dann spüren wir es da besonders. Mhm. Und ich frage mich jetzt, das geht doch auch andersrum.
Weil wenn etwas stärker vibriert, zum Beispiel im Knie als in der Schulter, dann bin ich doch da. Dann ist doch der Weg nicht nur durch meine Aufmerksamkeit gelenkt. Genau. Oder geht es so schnell, dass ich das nicht merke? Das brauchst du dich auch gar nicht, du brauchst dich das gar nicht zu fragen, ob du das machst oder ob es entsteht. In dem Moment, wo du dein Knie wahrnimmst, ist deine Gewahrsein dort. Das kannst du gut merken, wenn dich mal etwas fasziniert, dann bist du so gebannt mit deiner Aufmerksamkeit in dem, was dich fasziniert, dass der Körper sogar schmerzen kann oder du mächtig Durst hast und sonst was und kriegst es gar nicht mit, bis der Moment der Entspannung eintritt. Wenn wir es schon merken, dann ist die Aufmerksamkeit schon dort. Und natürlich ist es so, dass wenn wir den Körper in eine schmerzhafte Position bringen, irgendwie so, dass sofort der Körper meldet, hier, es stimmt was nicht, und unser Bewusstsein richtet sich darauf. Das ist ja auch die Aufgabe, dass wir mit unserem Bewusstsein, Gewahrsein unterscheiden, ob wir etwas tun müssen, ob wir uns aus der Situation verändern müssen, damit es uns insgesamt besser geht. Das ist ja auch eine der Grundaufgaben dieser Verbindung von Körper und Geist. Danke. Darf ich noch was Kleines? Du hast Trennung von Körper und Geist angesprochen. Da ist mir Cheetah eingefallen. Cheetah ist doch Herzgeist in der Übersetzung, oder? Ja. Und dann ist es dann so, dass die gar nicht diese Trennung hatten von Geist und Körper, wie wir sie haben? Die hatten sie überhaupt nicht. Und das sind, haben viele, viele Übersetzer haben das auch nicht kapiert. Ihr kennt doch den Bereich Formen. Form und Leerheit, ihr habt davon schon gehört. Manchmal wird auch das erste Skanda, wo es Rupa heißt, als Körper übersetzt. Das ist falsch. Völliger Mist. Völlig falsch. Weil je nach Abhidharma-Tradition ist mit Form erleben gemeint. Das ist bei allen Traditionen gleich. Bei den einen bezieht sich Form, Rupa, auf körperliches Formerleben, also wie wir innerliches wahrnehmen. Und es geht immer ums Erleben, es geht nicht um Körper. Wir können den Körper nicht meditieren, wir sind immer in Chitta. Wenn wir den Körper spüren, wir spüren nicht den Körper, wir spüren keinen getrennten Körper. Wir sind im Erleben von körperlichen Empfindungen. Alles, was dann entsteht, als die Idee von, ich spüre meinen Körper, das ist eine Idee. Wenn wir die Hand spüren, wie vorhin. Hand, das ist ein Konzept. Das merken wir bei dem berühmten Phantomschmerz, ne? Wenn jemand keine Hand, kein Bein mehr hat und dann immer noch meint, die Hand und das Bein zu spüren, weil die Vorstellung noch da ist. Tatsächlich ist es geistiges Erleben, neuronal vernetzt, mit Hirnanteilen, Rückenmarksanteilen und peripheren Nerven, wo immer noch Stimulierung stattfindet, so dass dasselbe Gefühl entsteht, wie als damals, als das jetzt amputierte Bein oder die amputierte Hand noch da war. Okay, wir sind in Chitta, was wir körperorientierte Vorgehen nennen, in der körperorientierten Psychotherapie oder Meditation auf körperliches Erleben ist immer Geist. Wir sind im ersten großen Bewusstseinsfeld geistiges Erleben von Körperempfindung. Dazu gehört Druckempfindung, Berührungsempfindung, so der sogenannte Tastsinn, dazu gehört der Gleichgewichtssinn, da gehört der Temperatursinn dazu. Da gehören die inneren Organwahrnehmungen mit hinzu. Das alles wird körperliche Wahrnehmung genannt, ist aber geistiges Erleben. Jetzt geht das weiter mit Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, die anderen vier sogenannten äußeren Sinne. Wir haben vielleicht die Idee, ich sehe dich, du siehst mich. Da hast du vielleicht die Idee, ich sehe dich. Ja. Das ist ja auch richtig, damit kommen wir ja auch gut durch die Welt, ne? dass wir so. Aber das ist geistiges Erleben, dass wir aus der Summe von visuellen Informationen, von Pixeln sozusagen auf der Retina, auf Farbeindrücken, dass wir daraus eine
also jetzt hinter dir zum Beispiel die anderen Pixel, die ich da noch sehe, dass das dreidimensional strukturiert wird und ich deine Form identifiziere, du hast ja keine Linien. Dein blauer Pullover geht in den graublauen hinter dir einfach nur durch eine andere Farbschicht. Und dass das alles verarbeitet wird und dann eine Form vor mir sitzt, die ich als dich erkenne, der ich einen Namen nehmen kann und ja, das alles ist Geist, alles. Von Anfang an ist visuelles Bewusstsein Bewusstsein, es ist Geist. Und so geht's beim Hören, so geht's beim Riechen. Wir denken immer, wir würden das andere wahrnehmen. Ich nehme dich, Florian, wahr. Nein, ich nehme nicht den Florian wahr. Ich nehme wahr, was meine Verarbeitung aus dem macht, was ich Florian nenne. Und das ist so wichtig. Deswegen hat die buddhistische Psychologie so wahnsinnig viel Zeit drauf verbracht, im Detail den Wahrnehmungsprozess zu untersuchen, weil alles Geist ist, weil alles Bewusstsein ist. Und es wird von den sechs Arten, von den sechs Bewusstseinsfeldern im normalen Abhidharma gesprochen. Da ist das Körperbewusstsein das erste, dann das visuelle Hörbewusstsein, Riechbewusstsein, Schmeckbewusstsein. Das sechste ist das mentale Bewusstsein. Damit ist das Bewusstsein gemeint, was auch im Schlaf aktiv ist, beim Träumen. Beim Träumen ist der Körper nicht angeregt, es geht nicht über äußere Sinneswahrnehmung, wird nicht getriggert, sondern es läuft alles nur innerlich ab. Und dieses nur innerliche Bewusstsein überlagert sich tagsüber mit unseren Möglichkeiten für Sinneseindrücke. Es ist aber unsere Interpretation der Sinneseindrücke, die jetzt gerade aus diesem Raum entweder einen angenehmen Raum macht, einen unangenehmen Raum, dass wir ihn typisch Mensch als so gestaltet wahrnehmen, eine Fliege nimmt den schon ganz anders wahr. Ja, da sind unglaubliche Verarbeitungsmuster dabei. Und es sind jetzt gerade alle sechs Sinne gemeinsam aktiv. Und das ist immer Citta. Und das ist super. Wenn es nämlich nicht so wäre, wenn Körper etwas anderes als Geist wäre, dann wüssten wir ja gar nicht, wie wir darauf Einfluss nehmen können. Wie könnten wir den Körper bewegen, wie könnten wir den Körper spüren und so weiter und so fort. Entschuldigung, das ist vielleicht eine blöde Frage, aber ich denke, also wenn wir mit Geist und Körper, aber gerade in der Wahrnehmung, die ich meine, klar, das sind ja alles Gehirnneuronale Prozesse und so. Und es ist klar, dass die natürlich durch unsere Denkweise und unsere Prägung beeinflusst werden. Und trotzdem gibt es doch auch Sachen, die einfach von Geburt an angelegt sind und ja so schnell ablaufen, dass sie unbewusst eigentlich ablaufen, gerade in der Wahrnehmung. Und da finde ich es irgendwie total schwierig zu sagen, es ist nur Geist. Okay, du meinst jetzt zum Beispiel die Reflexkreise oder sowas, ne? Reflexartige Reaktion. Die Reflex. Genau. Automatisierte Prozesse. Und das haben wir zum Teil, haben wir mühsam daran gearbeitet, diese Prozesse zu automatisieren. Das haben wir gelernt auch. Visuelle Wahrnehmung als Kind, als Baby, Hörwahrnehmung. Gehen, stehen, Radfahren und so weiter. Okay, das läuft mir an. Das geht mir schon, dass ich gerade als Baby schon da bin. Wer sagt denn, dass der Prozess erst mit als Baby anfängt? Das fängt ja schon im Embryonalstadium an. Dieser Prozess ist ja nicht gesagt, dass das erst mit der Geburt anfängt, sondern das fängt ja schon vorher an. Und das fängt auch schon mit unseren Vorfahren an, mit der genetischen Information, die uns übertragen wird. Auch ganz spannend zu schauen. Genetisch würde man ja im Westen wieder Körper bezeichnen. Würde man wieder Körper bezeichnen, genau. Dabei ist es eigentlich eine energetische Information. Wir wissen heute, dass sich Gene verändern, dass sie verändert werden können und dass die natürlich dazu führen, dass die Gestaltungskräfte dann dazu führen, dass sich ein Mensch so entwickelt, mit so einer Nase und solchen Ohren und so weiter. Ja, das sind so genetische Informationen, aber die sind gar nicht stabil, die sind veränderlich, die sind auch Prozess, die sind auch ja, Energie. Aber ich finde es trotzdem schwierig, weil, also die Leute klar ein, dass es richtig grob ist.
Ah, ich weiß jetzt, woran du rummachst. Du denkst, dass dein Geist nicht Körper, wenn es alles Geist ist, dann ist es nicht Körper. Ja, das ist mein Aber ich spreche über die Körper-Geist-Einheit. Siehst du, du bist jetzt in einem Denken, wo du denkst, hey, der sagt, alles ist Geist? Wo ist denn dann der Körper? Ich habe darüber gesprochen, dass das eine Körper-Geist-Einheit ist. Und wenn du mich weiter darüber fragst, dann sprich ich auch gern darüber, wie das alles Energie eigentlich ist. Unterschiedliche Formen von Energie, ja, also energetische Kräfte, nennen wir so Informationen, das sind ja eigentlich Kräfte, die da wirken und die beeinflusst werden können. Und dass sich das immer zusammen ausdrückt. Genau, verstehe ich. Verstehe ich total, weil wir sind so gewöhnt, Körper und also auch den Geist dann als das nur Geistige zu sehen. Ja. Dabei gibt's nicht das nur Geistige. Geist ist, schau mal, das ist auch so ein Ding, das ist eben alles Einsichtsmeditation. Wo gibt es denn einen Geist, der unabhängig existiert? Das siehst du. Ist ja gut, dass ich dir zuvor komme, sonst hätte ich ja blöd, blöd ausgesehen. Gibt's doch gar nicht. Es gibt kein unabhängig existierendes. Aber. Ja, aber. Ja, körperlos vielleicht. Aber ich habe gerade von einem unabhängigen Geist gesprochen, nicht von einem körperlosen. Dieses, das, was wir das Phänomen von Geist, weißt du, du gehst direkt wieder in die Geist-Körper-Geschichte. Ja. Dabei könnt ihr ja einen Lichtkörper haben, einen geistigen Körper, was auch immer. Aber was Unabhängiges, was für sich Geist wäre und einfach nur als Geist existiert, ohne Wechselwirkung, nicht zu finden. Es gibt immer nur Wechselwirkung, ständig, die ganze Zeit. In dieser Wechselwirkung gibt es offenbar so etwas, was wir unseren Geistesstrom nennen können, können wir auch ich nennen. Nennen wir es doch ruhig mal ich. Da gibt es so dieses Bewusstsein, was die Kohärenz in unserem Erleben, in deinem Erleben ausmacht, in meinem Erleben. Das schreit immer ich, und weil es immer ich mit denselben drei Buchstaben schreibt und ich sagt, denken wir, das wäre stabil. Aber das ist es gar nicht. Gucken wir doch mal rein ins Ich. Das ist ja gar nicht stimmt. Das ist ja auch Prozess. Verflixt. Also auch das Ich-Erleben ist total Prozess. Und das Ich-Erleben drückt sich aus und erlebt sich in allen sechs Sinnen. Da ist der Körper mit einbezogen. Da sind die Sinneswahrnehmungen mit einbezogen. Und wenn wir einen Sinn nicht mehr voll zur Verfügung haben, wie zum Beispiel jetzt, als wenn wir als Blinder durch die Welt gehen, dann würden wir trotzdem innerlich ein entsprechendes visuelles Erleben haben können. Ja, es geht weiter. Und. Also dieses Untrennbare von Körper, Geist ist so schwer zu begreifen. Ja. Und weil wir dem Körper sowas Materielles geben. Und dem Geist geben wir sowas Entferntes, so etwas aus der Materie rausgehobenes. Dabei vielleicht können wir das in dem Konzept, das ist auch noch ein Konzept von energetischem Sein, energetischem Erleben, so kann sich die Einheit vielleicht deutlicher ausdrücken. Geist wird beeindruckt von zum Beispiel den Energien, die Temperatur, Raum und so weiter, alles was unsere äußere Umgebung ausmacht. Geist wird beeinflusst durch das, was körperliche Energie ausmacht, Energielevels. Hormone, Neurotransmitter, all diese Energieformen, alles beeinflusst geistiges Erleben. Und geistiges Erleben kann aber auch all das wieder beeinflussen. Wir können mit unserem Geist, aber nicht losgelöst, können wir die Ausschüttung von Neurotransmittern, von Hormonen, zum Beispiel kurzer Adrenalinschub und Ausschütten von Stresshormonen, Cortisol und so weiter, im Nu Auswirkungen von etwas, was wir zum Beispiel visuell erleben, geistig verarbeiten, Stress auslöst und schon volle Reaktion im Körper. Energetisch. Ja, keine Trennung. Und einzelne Bereiche können mal wegfallen. Es kann sein, dass wir den Körper dann mal wechseln und der Geistesstrom geht weiter. Aber immer bleibt diese wechselseitige Abhängigkeit, dieses Durchdrungensein von Wechselwirkung. Das bleibt erhalten. So jedenfalls im Moment mein Forschungsstand.